Kurze Werbeunterbrechung. Bevor dieses Video startet, Leute, wollten wir etwas ankündigen, denn es wird etwas Wunderbares passieren. Genau, und am 12. September 2021 findet am Bonner Kulturgarten unser nächstes Live-Event statt. Gewitzamtopf live on stage, Game is on ist das Motto. Das heißt, ihr könnt interaktiv an diesem Event selber teilnehmen, wenn ihr vor Ort seid. Deswegen kommt gerne vorbei. Sollen wir sie über die Geschichte mit der Wasserleiche aufklären? Nein, das ist der oberste Link in der Videobeschreibung. Schaut gerne vorbei. Es sind noch ein paar Tickets übrig. Wir freuen uns über jeden, der kommt und jeden, der uns da unterstützt. Und bitte kommt. Viel Spaß beim Video. Was letzte Folge geschah. Tourette, bestimmt 24 Stunden Tims Alltag. Teil 2. Ich glaub das nicht. Ich glaub das nicht. Ja, ey. Telefon klingelt, doch ich geh nicht ran. Hi. Hi. Wo sind die Einkäufer? Im Auto, ich hab sie vergessen. Ja, ich hab sie wirklich vergessen mit hochzubringen. Dann hol sie jetzt. Nein. Bitte nicht. Wir können die gleich zusammenholen. Sehe ich aus wie dann Piep oder was? Echt jetzt? Ja, so wie das Format lautet sowas, ich glaube ja. Ey, weißt du, wie unangenehm es so ist, durch die Gegend zu rennen? Das glaube ich dir wirklich. Ich war so im Rewe. Ich weiß. An der Fleischtheke. Ich wollte zwar kein Fleisch, aber jetzt hol die Sachen. Hol meine Sachen. Wollen wir nicht zusammen zum Auto runterbringen? Nein. Wir müssen eh jetzt fahren. Du hast doch gesagt, ich soll den Tisch für ein Smiley hochtragen. Ach so, ja, okay. Aber du musst ja erst die Sachen hochschleppen. Perfekt. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder runterlaufen. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Ich habe es einfach gewusst. Ja, freu dich ruhig. Ja, ich freue mich echt. Hier. Danke. Ich hoffe, ich habe das Richtige gekauft. Das hoffe ich auch. Oh, wie schön. Da freue ich mich aber drüber. Ich hoffe, das war teuer. Aber weißt du, was mir gerade einfällt? Das Gute ist, da ich sehe, dass du zu wenig Champagner gekauft hast, werden wir jetzt nochmal welche kaufen. Wieso denn nochmal? Du brauchst ja noch eine Aufgabe für heute Abend. Muss ich das mit dem Teletubbie-Kostüm nicht mehr machen? Schade, ich hätte es so gerne hochgetragen. Das war ein Witz, natürlich nicht. Ich gebe dir meinen Teletubbie-Kopf und dann gehen wir in den Superladen in Wasserbillig Wein kaufen. Nein. Doch. Ich gehe nicht in dieser Maske durch den Supermarkt. Dann wenigstens kurz. Aber wir kaufen in Wasserbillig Wein. In Wasserbillig Wein? Ja, du wirst gleich sehen, wo das ist. Wasserbillig? Nein! Wo ist das? Nein, Jan! Nein! Oh mein Gott, was hast du schon wieder für eine Stadt? Beeil dich! Die sprechen da zum größten Teil eh Deutsch. Ist das in Österreich? Da sprechen die überall Deutsch. Nein, es ist an der Grenze zu Luxemburg. Der mit dem Schreibtischstuhl. Ach du Scheiße! Wie soll ich den denn alleine tragen? Ja, ich muss das noch anziehen. Ich habe mein Outfit noch nicht an. Ja, alles klar. Hast du Bock? Ich nehme den Stuhl, du den Tisch, ne? Ich kann die Sachen nehmen, die da drauf stehen. Ach nee, ich muss ja filmen. Gisela wollte dich hängen lassen. Wie? Gesagt, scheiß auf deinen Schreibtisch. Echt? Das stimmt. Das ist nicht okay von dir. Wir fahren gleich mal nach Luxemburg, oder? Anscheinend. Daher solltest du dich umso mehr beeilen, nicht, dass wir zu spät sind. Wann macht denn der Laden zu? Ich glaube, Mitternacht. Dass die Leute extra schon so langsam hier vorbeifahren. Ich hab direkt wieder Spaß, Junge. Ich find das schön. High five. So, und komm, jetzt leg dich mit dem Tisch ins Zeug. Glaubst du, kriegst das gewuppt, Tim? Ich hab keine Ahnung. Das schaffst du, oder? Du bist auf jeden Fall ein Hub, vorher machen. Kannst du bitte ein bisschen vorsichtig sein? Achtung, Band, Achtung, ja, schön gemacht. Ich geh mal den Stuhl holen, ne? Ja. Sieht
So, Tim, gehst du bitte weiter, das wird in meinen Händen langsam schwer mit dem Parfum und dem Handy. Ganz oben wohnst du, oder? Das größte Problem an der Sache ist nicht das Kostüm oder der Tisch. Das ist das größte Problem. Die Schlappen? Weil die so rutschig sind, damit du brechen mein Genick. Ich kann es auch barfuß machen. Du musst den Tisch jetzt nach vorne beugen. Ja, und los. Lauf. Und wie lange brauchst du noch? Schaffst du es heute mal? Ich hab dir mal gesehen, wie viele Stockwerke das sind. Ich hab den Schuh ja auch noch geholt. Gehst du bitte achtsamer damit um? Ich glaub das ja wohl. Nein. Auch der Stuhl passt nicht rein. Der Stuhl passt einfach nicht durch die Tür. Aber der Tisch wurde passend gemacht. Ja, mach's gut, Moritz. Ciao. Und, war es sehr anstrengend? Ja, das Kostüm hat sich besser gemacht, weil man hier durch einfach keine Luft bekommt. Ich hatte es auch schon an, das glaube ich dir. Und was kommt jetzt als nächste Aufgabe? Luxemburg. Jetzt schon? Ja. Oh nein. Hi Leute, wir sind gerade nach Luxemburg gefahren. Ihr seht das Schild offen. Da ist der Laden. Wir gehen jetzt noch einkaufen, dachte ich. Alter, okay, Jan, können wir. Wann warst du das letzte Mal hier? Vor 8 Jahren. Da war das alles anders. Und wann hast du geguckt, ob der Laden auf hat? Vor 5 Minuten. Und wann hat er nochmal auf? Ach ja, warte mal. Montag von Freitag bis. Ich bin immer noch in diesem Outfit unterwegs. Von 6 bis 22 Uhr. Ich hab's durchgezogen. Ja, du hast es gut durchgezogen. Wir sind auch jetzt 28 Minuten vor der Zeit, dass Gisela. Also der Tag ist jetzt vorbei. In 28 Minuten. Ja, ich denke, da kommt jetzt eh nichts mehr. Was soll ich noch machen? Wir sind nach Luxemburg gefahren. Ja. Und der Laden hat nicht mal auf. Das ärgert mich am schlimmsten. Oh Mann. Ja, was machen wir? Wir fahren zurück oder was machen wir jetzt? Ich glaube, wir fahren zurück. Mit einem kurzen Abstecher in der luxemburgischen Hauptstadt. Nein, nein. Doch. Nein, das schaffen wir nicht in 28 Minuten. Doch, das dauert nämlich nur 27. Nächstes Mal, wir haben unsere Lektion gelernt. Nächstes Mal gucken wir vorher, ob sich innerhalb von 8 Jahren irgendwas in den Öffnungszeiten geändert hat. Man muss auch sagen, schon seit 13 Uhr telefonieren wir. Und er ist erst um 20 Uhr bei mir in Köln gewesen. Das ist gelogen. Ja. Wir können ja nochmal herfahren. Ja. Also, falls ihr öfter Bock auf dieses Format habt, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Schreibt uns eure Meinung dazu, ob wir mehr davon machen sollen. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Schlussstrich, außer es passiert gleich noch irgendwas Spannendes, dann bauen wir das natürlich mit ein. Wir fahren jetzt nach Hause oder noch in die luxemburgische Hauptstadt. Das heißt luxemburgisch. Luxemburgisch? Ja. Macht's gut. Bis kalt, ich muss mir was anziehen. Tschüss. Ja, ey. Telefon klingelt, doch ich geh nicht ran. Ist echt nicht gut, ne? Eine Etage noch.